Allen an Global Orbiter. Nähere mich der Satellitenschüssel. Hier ist Global Orbiter. Wir hören dich laut und deutlich. Sieben Grad nach links. Nein, nein. Drei Grad rechts. Ein ganz bisschen links. Jetzt ganz leicht rechts. Das war's. Perfekt. Ich komm gleich rein. Das Spiel läuft schon eine Weile und es steht immer noch unentschieden. Aber wenn jemand den Knoten platzen lassen kann, dann ist das cool, Joe. Ja, der Plattenkönig terrorisiert Barker förmlich mit seinen Hereingaben. Und da kommt schon die nächste. Der Flaschendreher. Nicht von dieser Welt! Ha! Könnte es nicht besser sagen. Cool Joe flankt in den 16er. Es ist der Flaschendreher und die Leute toben! Sorry! Allen, das ist eine Raumstation, kein Fußballfeld. Schlimm genug, dass du unsere hochmoderne Satellitentechnik benutzt für ein Super-Strikers-Spiel. Ach komm, ich könnte praktisch zum Rundfunksatelliten rübergreifen. Totale Verschwendung, das nicht zu nutzen. Oh. Asteroid 237 in Reichweite. Lasst uns loslegen. Hey, habt ihr schon das Meme gesehen? Ewigkeiten her, Klaus. Lange her, oder? Kennt ihr dieses Fail-Video? Check das mal aus! Absolut klar. Schon längst gesehen. Also, ich wette, das habt ihr nicht gesehen. Eine unscharfe Kartoffel. Nein, El Matador. Ein massiver Asteroid namens 237 und er fliegt nah an der Erde vorbei nächste Woche. Also ich wette, ihr seid damit beschäftigt, nach unten zu klotzen, anstatt nach oben zum Asteroid. Mal echt cool, Joe. Warum bist du so anti-Technologie? Der Typ ist echt oldschool bis zum geht nicht mehr. Ja, die ganz alte Schule. Und was ist falsch daran? Außerdem habe ich ein Phone. Was? Das ist nicht so alt. Es kam mit einem Faxmaschinenanschluss und allem Drum und Dran. Alter. Hallo? Hallo, hier spricht das 21. Jahrhundert. Du solltest auch mal rüberkommen. Nachricht von Coach. Und was schreibt er? Das Orion-Spiel wurde verschoben um 2 Tage. Oh, Mann. Dieselbe Zeit, wenn der Asteroid vorbeifliegt. Cool Joes neues Handy. Ladegerät getrennt erhältlich? It's a classic. Poste das auf Instant. Umgehend. Okay, okay. Wer von euch Jungs war das? Shakes? Du bist sehr verdächtig leise. Oh, der ist nur stinkig, dass er die große Space-Kartoffel nicht von nahem sehen kann. Ich verstehe nicht, warum Coach Black das Spiel verschiebt. Er liebt doch Astronomie am meisten. Ah, Super Strikers. Willkommen in der Soccer-Sphäre. Hola. Hey, Mann. Also, Coach Black, warum legst du das Spiel auf die exakte Zeit, wenn Asteroid 237 vorbeifliegt? Oh, wie toll! Ein anderer Astronomiebegeisterter in der Super League. Stell dir vor, Shakes, exakt wenn der Weltraumriese vorbeizieht, spielen Super League-Giganten auf dem Feld. Ein passender Tribut, nicht? Ja, yeah, vermutlich. Und was ist da drin? Die Einrichtung wird uns helfen,
zu verstehen, was der Asteroid macht. Cool. Kann ich das auschecken? Nicht wirklich, Shax. Auch die kleinste Interferenz könnte die Messung stören. Niemand darf rein in Dome 237. Shax! Aufwärmen! Hey, hier drüben! Kommt sofort, Mann! Supermänner! Los, alle zu mir! Coach Black hat seine Jungs taktisch vorbereitet und sehr defensiv aufgestellt. Da durchzubrechen wird für uns sehr hart. Aber wir haben etwas, das keine Vorbereitung so schnell stoppen kann. El Matadors brillante Torschüsse? Ah, sicher mein Fehler. Es ist mein Dribbling. Er spricht doch von dem Flaschendreher, du Dummkopf. Pa! Cool Joes Flanken gewinnen keine Spiele. Man braucht brillante Stürmer, um Tore zu schießen. Ha! Wollen wir wetten? Dann drehen wir mal los. Siehst du, El Matador? Mit dem Flaschendreher können sogar Dummies Tore schießen. Oder einer von denen da. Hey. Junge, das war fantastisch. Woher weißt du so genau, wo der Ball sich hindreht? Training und was war nochmal das andere Ding? Ah ja, Training. Zeit, bis 237 ankommt. Und lass mich raten, der Instant-Satellit ist zufällig in Reichweite? Es wäre Verschwendung, das nicht zu nutzen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Wir müssen bereit sein für die Analyse von Komposition, Geschwindigkeit, Alter und Flugbahn von 237. Genau wie elektromagnetische und Gravitationseffekte, die er beim Vorbeiflug hat. Weil wir nicht so beeinflusst sind von Erdanziehung hier oben, wird ein Objekt so groß wie 237 ganz bestimmt unerwartete Effekte haben. Okay, Jungs. Super Training. Ha, yeah. Das hast du verdient. Now here's a story about a guy I know who still is out of sight. His funky grooves and his deadly moves give defenders all a fright. So brothers of the Super League are in for a mighty shock. When you go... Fußballabend in der Soccer Sphere. Orion empfängt die Super Strikers. Hat irgendeiner von euch Empfang? Nein. Nope. Der Asteroid führt wahrscheinlich zu elektromagnetischen Interferenzen. Das stand im Global Orbiter Instant Feed. Tja. Ich hab Empfang. Yeah, weil dein Phone kohlebetrieben ist. Vergesst euren Handyempfang. Stellt sicher, dass euer Angriff alle Balken hat. Ja, Mann! Wir machen das Ding auf jeden Fall, Coach! Und es geht los! Schöne Kombination der Super Strikers! Dancing Rasta spielt den Ball auf den linken Flügel und jeder weiß, was das heißt. Klar, der Plattenkönig wird gleich ein paar Köpfe verdrehen. Und da kommt die Flanke. Oh, ganz knapp. Ein früher Warnschuss für Orion.
Genau, aber Coach Black sieht nicht unbedingt verunsichert aus. Und wieder findet Dancing Raster Cool Joe links außen. Was war das denn? Cool Joe spielt Orions Torwart wortwörtlich in die Hände. Völlig untypisch, diese Ungenauigkeit. Und noch eine verfehlte Flanke! Und es wird immer schlimmer! Was ist denn mit Cool Joes Flanken los? Hey, Roslyn, glaubst du, die Gravitationskraft des Asteroiden könnte Objekte anziehen auf der Erde? Möglich, aber nur in sehr kleinem Maße. Wie ein sich drehender Fußball. Ich muss die Super Strikers warnen. Aus wissenschaftlichen Gründen natürlich. Könnte ein bisschen schwierig werden, sie zu erreichen, solange 237 den Handyempfang stört. Analoge Frequenzen sollten immun sein dagegen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Telefon benutzt, das so alt ist. Komm schon, du kannst das! Cool Joe spielt der Abwehr den Ball direkt vor die Füße. Und jetzt kann Orion kontern. Mein Ball! Oh. Super Strikers sind in Unterzahl hinten. Oh, North Shore verschätzt sich. Unhaltbar für Big Bo! Ja! Das 1:0 für Orion. Der Konter war nur möglich aufgrund Cool Joes Ballverlust. Yep. Im Laufe des Spiels hat der Plattenkönig, der King of Spin, den Dreh verloren. Das ist überstürzt, unverantwortlich und schlicht gefährlich. Ach komm, da ist ein alter Kommunikationssatellit direkt da draußen. Und es wäre Verschwendung, das nicht zu nutzen. Hast du irgendeine Vorstellung, wie viele Asteroidenteile draußen rumfliegen? Wenn einer dich treffen soll... Ich muss die Super Strikers warnen. Ich weiß echt nicht, was da draußen los war, Coach. Ich hab die Flanken gebracht, wie sonst auch. Es sah nicht danach aus. Mach das bitte endlich aus. Ah, ich weiß nicht wie. Yeah, die hatte damals kein Anruf-Ablehnen, als das gebaut wurde. Moment. Echt jetzt? Ja, Mann, das geht bei dem nicht. Fein, geh ran. Hör zu, ich kann gerade nicht. Alles klar. Wer von euch steckt dieses Mal dahinter? Der Anruf kommt angeblich von einer Raumstation. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ist sehr nicht witzig. Wäre das von mir, würde ich es sofort sagen. Wer ist da? Cool Joe? Hier spricht Alan Thrace von der Global Orbiter. Ich will nicht drängen, aber du musst jetzt zuhören. Sofort. Die Verbindung ist gefährlich instabil. Asteroid 237 stört gerade... Hallo? Alan, an Global Orbiter. Ich komme rein. Also, jetzt sofort.
Habt ihr Jungs irgendeine Idee, worum es da ging? Sie sagte, der Asteroid interferiert mit irgendwas. Unseren Telefon? Ich bin sehr sicher, sie hat nichts aus dem All angerufen, weil wir kein Instant nutzen. Also, was funktioniert denn noch nicht? Ich sag's nicht gern, aber vielleicht Cool Joes Flanken? Würde erklären, warum der Ball sich in alle Richtungen dreht. Aber kann ein Asteroid das machen? Wette, wir finden die Antwort in Coach Blacks Forschungshalle. Oh, aber da darf absolut niemand rein. Stimmt nicht. Ich hab das ganze Orion-Team rauskommen sehen letzte Nacht. Also, was hat das mit einem Asteroiden zu tun? Finden wir es raus. Hier klappt es. Ha, ich verstehe es nicht. Bist du unsicher? Dann drück den roten Knopf. Gravitationsumkehrung aktiviert. Hä? Coach Black hat einen Weg gefunden, den Spin vom Ball umzudrehen. Nicht gefunden, nachempfunden. Asteroid 237 stört auf jeden Fall deine Flanken. Und Coach Black trainiert seine Jungs hier, damit sie darauf vorbereitet sind. Glaubst du kannst das? Ich weiß nicht, Bruder. Ich habe den Flaschendreher schon so oft gemacht, der ist Instinkt. Den kann ich nicht einfach an- und ausschalten. Aber vielleicht muss ich das gar nicht. Die zweite Halbzeit läuft. Finden die Super Strikers einen Weg zurück ins Spiel? Haltet den Ball flach, Jungs! Kurze Pässe! Meinst du, Cool Joe hat die Nachricht bekommen? Ich hoffe es sehr. Aber wo ist... Sieh mal! Cool Joe hat die Seite mit Twisting Tiger gewechselt. Naja, viel schlimmer als auf seiner alten Position kann es nicht werden. Sicher, dass das funktioniert? Kein bisschen. Dein Okay-Fußball zu gucken auf der hochmodernen Satellitentechnik? Nein, das ist Forschung zu den Effekten des Asteroiden. Auf ein Fußballspiel. Hallo? Funktioniert das Ding? Höre dich laut und deutlich. Wow, ich glaub's nicht, ich spreche mit einem Super Striker. Ich glaub's nicht, ich spreche mit einer Astronautin. Wer hätte gedacht, es wäre so einfach, Cool Joe für Technik zu begeistern? Ja,
Alles, was es braucht, ist die richtige Motivation. Sag mal, geht's noch, Jungs? Ja, echt mal. Gebt ihr uns ein bisschen Space, bitte? Wie viel mehr Space brauchst du? Matador, Alter, wir sind nur 3 Tage lang hier. Was hast du denn überhaupt in den ganzen Taschen? Spielkleidungstasche, lässige Kleidungstasche, schicke Kleidungstasche, Kulturbeutel, Hardrocker-Tasche, Feldposttasche und Extratasche-Tasche. Warte, warte. Du hast eine Tasche, um eine Extratasche aufzubewahren? Du nicht? Willkommen, willkommen, Super Strikers. Ich denke, ihr werdet euren Besuch in unserer wundervollen Stadt genießen. Danke, ich bin sicher, das werden wir, Mann. Ja, vor allem, wenn wir Cosmos in den Hintern treten. Ja. Du sagst es, Mann. Da hast du recht. Und Shakes, wo ist der Rest von deinem Gepäck? Das ist alles. Du hast nicht mal eine Extra-Tasche-Tasche? Sind wir in einer Art alternativen Realität? Nein, Tiger Man. Wir sind in Las Vegas. Oh, wow, beeindruckend. Wie kann Block hierbei nur schlafen? Der Typ kann einfach überall schlafen. Also er sollte lieber bald aufwachen, sonst verpasst er die tollste Stadt der Welt. Ich kann nicht glauben, dass Buddy Watkins ein riesiges Schild von sich selbst hat. Das nenne ich übertrieben. Ah, ihr kapiert diese Stadt einfach nicht, Leute. In Vegas geht es nur um Selbstdarstellung. Und Luxus und 5-Sterne-Küche. Anscheinend gibt es hier das teuerste Dessert der Welt. Der 24-Karat-Gold-Eisbecher. Juhu! Ja, super! Vegas! Ja. Las Vegas hat keinen guten Einfluss auf ihn. Nur her damit! Gut gemacht, Klaus. Tolle Haltung, Shakes. El Matador, mach's nicht so kompliziert. Komm schon, Coach. Das ist Vegas. Wir müssen eine Show hinlegen. Frag einfach die da! Hey, hey, hey! Mann, Cosmos ziehen alle Register für die Halbzeitshow. Also, wenn sie unser nächstes Training stören, gibt es ein Feuerwerk. Für heute reicht es. Wir können nicht trainieren bei der ganzen Ablenkung hier. Vor allem du, El Matador. Hm? Wo ist er? El Matador, deine Auswärtsform ist beeindruckend. 3 Tore in 4 Spielen. Was ist dein Geheimnis? Also, es liegt alles an der richtigen Vorbereitung, Lena. Ich wohne in der besten Unterkunft, esse das beste Essen und trainiere in den besten Einrichtungen. Dann schieße ich die besten Tore. Das reicht. Wir hauen jetzt ab von diesem ganzen Wahnsinn. Hörst du auf damit? Wie kann der Coach nur so gemein sein, El Matador diesen kleinen Luxus zu verweigern? Was denken Sie, Mr. Watkins? Naja, Ninja, ich werde El Matador genau das geben, was er will.
Das muss ein schlechter Witz sein. Ah, und dieser Raum ist die Pointe. Oh, nicht einmal Block könnte auf diesem schlechten Witz von Matratze schlafen. Chill mal, Alter. Es sind nur zwei Nächte. Ja, ja. Hallo, Rezeption? Können Sie mich bitte um 6 Uhr wecken? Wieso stellen Sie nicht Ihren Wecker? Oh, kann ich wenigstens was vom Zimmerservice haben? Was wollen Sie denn? Einen 24-Karat-Gold-Eisbecher mit extra Goldstreusel. Gold-Eisbecher? Das glaube ich nicht. Ah! Ernsthaft? Was ist da denn drin? El Matador, reiß dich zusammen. Wie soll ich das machen, Coach? Wir sind in Vegas und du setzt uns schlechtem Essen, schlechten Trainingseinrichtungen und der schlimmsten Unterkunft der Welt aus. Das einzig Schlechte hier ist deine Einstellung. Mach weiter so und du kannst auf der Bank schmollen. Hast du verstanden? Ich will diese Sache nicht für mich selbst, Coach. Ich brauche das Beste, um am besten zu spielen. Ich mache das für mein Team. Oh ja. Du willst das teuerste Dessert der Welt unseretwegen essen? Was für ein Held. Hey, El. Pferdeschwanz. El Matador! Ja, wie auch immer. Hier ist ein Paket für Sie. Lieber El Matador, dieser Brief ist nur für deine Augen bestimmt. Dürfte ich Sie bitten? Ich verstehe jetzt, dass du das Beste brauchst, um am besten zu spielen. Und hier ist es! Ha! Er versteht es! Sag es nicht den anderen, ich will nicht, dass sie denken, dass ich jemanden bevorzuge. Kein Problem, Coach. Shakes, wo ist dein Zimmergenosse? Ich bin mir nicht sicher, Coach. Ich habe ihn seit dem Training nicht mehr gesehen. Hallo, Sie haben El Matador, professionellen Fußballer und die allgemeine Legende erreicht. Versuch's mal bei den nahegelegenen Luxushotels. Wo auch immer er ist, er kann dort bleiben. Komm schon, Coach. El Matador ist vielleicht ein bisschen egozentrisch. Okay, extrem egozentrisch. Aber es wäre ihm auf keinen Fall etwas anderes wichtiger als das Spiel. In Ordnung. Geh ihn suchen. Und beeil dich bitte. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Hey Mann, was ist das schickste Hotel in Vegas? Sie stehen darin! Okay. Also das schickste Hotel der Stadt ist wahrscheinlich das... Hallo? Hallo, Mr. Matador. Buckingham Palace Hotel Rezeption. Das ist Ihr 9 Uhr Guten Morgen Wecker. Können wir noch irgendetwas für Sie tun, Sir? Ich habe die beste Unterkunft und die beste Trainingseinrichtung. Also alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine 24-Karat-Gold-Eisbecher mit extra Goldstreusel. Exzellente Wahl, Sir. Wir bringen ihn gleich zu Ihnen. Ich bin so ein großes Tier in dieser Stadt. Ich kann sogar entscheiden, wie viel Uhr es ist. Wow, danke, Shakes. Was? Shakes? Sorgt dafür, dass er nicht herausfindet, dass El Matador hier ist. Hi. Ich suche nach einem Freund, der vielleicht hier wohnt. Sein Name ist... Tut mir leid, Sir. Aber hier im Buckingham Palace Hotel ist die Privatsphäre unserer Gäste das Allerwichtigste für uns. Okay.
Trotzdem danke. Shakes, Shakes, kann ich bitte ein Autogramm haben? Total, natürlich. Wie heißt du denn? Der 24 Karat Gold Eisbecher. Ja! Wie wäre es, wenn ich dir stattdessen mein Trikot gebe? Gib mir noch deine Schuhe und wir haben einen Deal. Ja! Was ich nicht alles für Fußball mache. El Matador, Sir, Ihr 24 Karat Goldeisbecher mit extra Goldstreuseln. Stellen Sie ihn einfach hier hin, danke. Ich habe eine Glücksträne. Sehr lecker. Wie bist du denn hierher gekommen? Shakesman, was ist mit dir passiert? Ich glaube, ich weiß, wo El Matador ist. Buckingham Palace Hotel. Ich sag's ja. Und? Ihr wisst doch, wie die Security in solchen Läden ist. Aber ich habe ihm eine Nachricht hochgeschickt. Du hättest dir nicht die Mühe machen sollen. Er wird nur in die Nähe eines Fußballplatzes kommen, wenn er den Rasen mäht. Es ist Spielabend in der Stadt der Lichter. Mac, wir hatten das mit dem Gesang besprochen. Oh, komm schon, Brenda. Wir sind in Las Vegas und ich werde kommentieren auf meine Weise. Also, wir sind vielleicht in einer Stadt, die für ihre großen Shows bekannt ist, aber bei unserem Spiel fehlt ein wichtiger Teil der Show. Hi, Lanky spielt für den fehlenden El Matador. Die Nummer 20 der Super Strikers hat es nicht mal auf die Bank geschafft. Sehr komisch. Sieht vielversprechend aus. Was für ein Schuss! Aber auch ebenso beeindruckend gehalten. Also, wir haben ein klares Muster in diesem Spiel. Die Super Strikers greifen an und Cosmos verteidigt. Die Männer in Rot müssen etwas Besonderes machen, damit sie durchkommen. Passt auf, Cosmos! El Matador wird das perfekte Spiel spielen! Hä? Sieh mal auf die Uhr! Du wirst das Spiel verpassen! Shakes! Wir sind schon weit in der ersten Halbzeit und das Spiel bewegt sich nur in eine Richtung. Ja, aber jeder Angriff endet in einer Sackgasse. Oh, da ist deine Chance. Perfekt platzierter Schuss. Aber wieder einmal entkommt Cosmos unbeschadet. Komm schon, wo ist meine Spielkleidungstasche? Blöder Privataufzug! Wieso hast du mich? Mr. Matador, wie kann ich Ihnen helfen? Hä? Mr. Matador? Hallo? Der Weckruf. Der Aufzug. Ich wurde hereingelegt.
bequem. Aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Mein Team braucht mich. Fluchtplan! Komm schon, blöde, extra glatte Seidenbettwäsche. Hä? Hallo, Rezeption. Können Sie mir bitte noch einen Goldeisbecher hochschicken? Wir sind fast am Ende der ersten Halbzeit und die Superstrikers verzweifeln. Ja, sie hatten vielleicht den ganzen Ballbesitz, aber sie konnten keinen Weg durch die Abwehr finden. Ninja bekommt den Ball. Und er verschwendet keine Zeit. Der Gegenangriff läuft. Oh, lässig gemacht. Stilvolles Tor vom Cosmos Star. Ha, und er weiß es. Aber es lief alles schief für die Super Strikers. Obwohl sie die erste Halbzeit kontrolliert hatten, haben sie das bisschen extra Magie nicht vor dem Tor gehabt. Mr. Matador, Ihr 24-Karat-Gold-Eisbecher. Ich lasse ihn dann einfach hier stehen. In Ordnung, Sir. So sollte ein Fußball-Superstar nicht das Gebäude verlassen. Coach, ich kann es erklären. Das Hotel, das du für mich gebucht hast, hat mich betrogen. Ich wurde eingesperrt. Das Hotel, das ich für dich gebucht habe? Meinst du das ernst? Also, ich weiß, dass du im Brief geschrieben hast, dass du nicht willst, dass es die anderen wissen, aber... Also habe ich jetzt auch noch einen Brief geschickt? Natürlich. Denkst du, ich erfinde das? Na, dann beweis es uns mal, Bruder. Er ist in einer meiner anderen Taschen. Lass mich raten. Deine imaginäre Brieftasche? Hör zu. Ich liebe das beste Essen, die besten Hotels und die besten Trainingseinrichtungen. Aber nichts ist wichtiger für mich als die Super Strikers. Das beste Team der Welt! Alles klar, Leute. Kommt her. 1, 2, 3, Du sitzt auf der Bank. Ihr müsst mir glauben, Jungs. Ich wurde reingelegt. Oh ja. Von wem? Gebt bitte den Buddy Watkins Buckingham Palace Tänzerinnen einen warmen Applaus! Das ist Buddys Hotel? Vielleicht wurdest du wirklich reingelegt, El Matador. Coach, ich muss mich an dem Kerl rächen. Bitte wechsel mich ein. Du hattest das beste Essen, die beste Unterkunft und Trainingseinrichtung. Also geh da sofort raus und leg eine Show auf Vegas-Niveau hin. Was? Wie ist der hierher gekommen? Der fehlende El Matador ist zurückgekehrt. Aber er hat eine Menge Arbeit vor sich. Cosmos sind noch defensiver aufgestellt als in der ersten Halbzeit. Sieht aus, als würde Buddy Watkins auf einen 1-0-Sieg setzen. Irgendwelche Ideen? Spielt mir den Ball im Strafraum zu. Ich weiß, wie wir sie überraschen können. Irgendwie hat Shakes den Ball durchgefädelt. Aber El Matador hat immer noch viel zu tun hier. Und... Oh, meine Güte, er schafft es! Wuhu! Ja! El Matador zeigt dem Vegas-Publikum seinen Style. Wuhu! El Matador! Meine Haare! Meine Haare! Ja. Mr. Watkins, danke. Eine Nacht im besten Hotel der Stadt scheint El Matador beim Spiel geholfen zu haben. Verflixt! Hm?
Du bist gefeuert! Oh Mann! Für unseren letzten Abend in Vegas hat uns Buddy freundlicherweise eine 5-Sterne-Unterkunft angeboten. Und zwar aufs Haus. Ha! Geht wohl eher auf den Palast. 24 Karat Gold Eisbecher rundherum. Oh ja! Also ihr verdient es, Leute. Selbst du, Elmata. Schon wieder. Wirklich? Ja, wo ist dieser Deserteur schon wieder? Er sagt, dass er genug Luxus hatte für eine Weile. Lock, hör auf damit, runter! Jake, hier drüben! Huh? Shakes, du Verlierer! Kompass, ich stehe frei! Schönes Ding, Han Solo! Du weißt, im richtigen Spiel geht's mir immer um Teamwork, El Matador. Aber hier? Komm schon! Shakes! Du Verlierer! Shakes, du Verlierer! Wow, dieser Scour ist super realistisch. Yeah, er liebt Shakes wirklich sehr. Gute Arbeit, Prof. Mann. Das hier ist unglaublich. Danke, Magic Master. Beende Simulation in 3, 2, 1. I'm finally. Wow, super cool. Wow. Unglaublich. Ich denke, es ist sicher, dass wir gewappnet sind für jede Wetterlage. Da könnten wir gleich im Regen spielen, Coach. Der Helm ruiniert mein Haar. Prof, selbst für deine Standards war das wow. Das ist nur die Spitze des virtuellen Eisbergshakes. Meine Simulation kann jeden Spieler der Super League-Geschichte laden. Also, wer sind die Besten, die du drin hast? Ich passe mal ein paar Parameter an. Erhöhe das Skill-Limit und... El Ariete, Herrscher der Lüfte. Das ist keine Überraschung. Stellt euch vor, wie krass seine Kopfbälle waren, als er Haare hatte. Edwin, König des Samba-Stils. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand den Ball wie Edwin bewegt. Spike Dawson, Schreck der Torhüter. Sein Spitzname Awesome Dawson ist kein Zufall. Und zu guter Letzt unser ganz eigenes Taktik-Genie, Coach. Echt kein Style-Genie. Guckt mal die Haare. Hey, Afros waren richtig in damals. Was meinst du mit damals, Coach? Denk nicht mal daran, Shakes. Nach sorgfältiger Planung unserer Vorbereitung wird nichts den Zeitplan durcheinander bringen. Wir sehen uns alle morgen für das Training in der echten Welt. Total gerockt haben Super wir das. Super Training, Jungs. Oh ja. Hört zu, Jungs. Spielt ihr so übermorgen, wird Invincible United keine Chance haben. Aber es gibt noch etwas, das ihr als Vorbereitung tun müsst für das Halbfinale. Relaxen. Macht morgen mal frei. Sehr gut. Na also. Ja, aber macht ganz ruhig. Ich brauche euch alle in tipptopp Form. Bis dann, Leute. Auf Wiedersehen. Was machst du da, Dingan? Das ist eine Observierung und zu einer Observierung gehören Snacks geraten.
Nicht zwei Tage vor dem Halbfinale, du Idiot! Ja? Yeah. Also, was führen die Super Strikers im Schilde? Keine Ahnung, Vince. Trainieren, Deppen sein. Was suche ich denn hier? Was auch immer uns einen Vorteil verschafft für das Halbfinale. Das Spiel ist zwar zwei Tage entfernt, aber der Wettkampf hat längst begonnen. Hm? Hey, was ist das? Vier Käseflips. Hm. Ah! Und der wahre Geheimtipp für glänzendes Haar ist Pferdeshampoo. Ha, Junge, mein Haar sitzt immer so, egal was ich mache. Riecht dir das auf? Oh, El Matador, du weißt schon, dass man die Socken wechselt nach dem Training, oder? Du wagst dich? Ich trage Socken nur einmal. Dann verkaufe ich sie im Internet. Hey, Shakes. Zocken wir das neue Paddle Power Game bei mir zu Hause? Supermoderne Grafik. Toll. Aber heute nicht, danke. Entschuldige, Scarra. Ha! Wir haben größere Probleme als deine ekelhaften Käserülpser. Shakes hat irgendeinen Plan. Woher weißt du das, Scarrow? Es braucht etwas wirklich Wichtiges, um den Nerd abzuhalten von seinen Videogames. Hey, meine Snacks! Nicht glauben, dass ich gleich gegen euch antrete. Nur ein Spiel. Coach hat gesagt, ruhig machen. Alles klar, Legenden. Mal sehen, ob ihr eurem Namen gerecht werdet. Hi. Hör zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Dann hoffe ich, das Spiel ist besser als diese Konversation. Ich häng fest. Du solltest die Super Striker sabotieren, nicht deine Würde. Virtual Reality Training. Oh, wow. Shakes hat das ganze Team der Legenden. Zum Glück habe ich Snacks mitgebracht. Gib mir das! Weißt du eigentlich, wie schlecht das Zeug für dich ist? Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Oh, Mann, Prof hat nicht übertrieben, wie gut ihr alle wart. Aber ich muss zurück in die Realität. Huh?
Schlank und rank, Block. Ein Sonnenstich ist richtig gefährlich, El Matador. Oh, Coach, ich weiß, du willst, dass uns nichts passiert vor dem Spiel. Aber ich finde, das ist echt zu viel. Man kann nie zu vorsichtig sein, Twisting Tiger. Hallo? Coach, du musst umgehend ins Labor kommen. Sofort! Machst du das oder was? Hey, guck mich nicht an. Ich trage nicht mal Socken. Das ist der Geruch der Bösartigkeit. Jemand sabotiert meine Maschine. Und Shakes. Shakes, nein. Prof, hol ihn da raus. Geht nicht, der Trick hat die Konsole beschädigt. Können wir ihn nicht einfach rausreißen? Nein, zieht ihn einfach aus der Simulation, würde sein Hirn, sagen wir einfach, das ist keine Option. Der einzige Weg, wie Shakes da rauskommt, ist zu gewinnen. Einen anderen Weg hier rausgeben. Oh? Hört mich jemand? Hilfe! Keine Chance, dass Shakes die Legenden ganz allein besiegt. Wartet! Seid ihr verrückt? Wenn ihr nicht gewinnt, werdet ihr da drin stecken für immer! Ein Risiko, das wir eingehen müssen. Oh, ich bin so ein Idiot. Yep. Das stimmt. Ja, Mann. Total. Baba. Musst immer versuchen, alles allein zu machen, hä, Shakes? Ihr seid wegen mir da. Aber heißt das nicht, ihr steckt hier auch fest? Niemand wird irgendwo feststecken. Hey, was soll denn das? Wir schlagen einfach die Legenden und ab geht's nach Hause. Außerdem, Alter, wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen. Und wir verlieren zusammen. Ja, wir sind in Virtual Reality verloren. In alle Ewigkeit zusammen. Ich kann sonst von der Seitenlinie zusehen. Aber das... Es muss etwas geben. Was könnte ich tun? Also, du kannst mir den Schraubenzieher geben, bitte. Zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Legenden? Das sind die Legenden in der Mache. Eine Legende, aber diese Jungs sind legendär. Warum hasst der Simulator mir? Die sind schon Ewigkeiten drin. Shakes scheint echt festzustecken. Scara, hast du neue Informationen über die Super Strikers? Oh,
Ich habe viel mehr als das, Vince. Das Halbfinale wird sehr viel einfacher, als wir dachten. Ich muss auflegen. Puh, deine Einstellung stinkt meistens, Kara. Aber diesmal übertriffst du dich echt selbst. Ja, dann kannst du uns auf dem Siegertreppchen riechen. Jetzt, raus aus meinem Auto. Was? Hey! Gib die zurück! Egal. Was auch immer. Scarra, ich glaube, das waren zu viele Chips. Was? Niemand stört meine Spielvorbereitung. Nein, nein, lass mich raus! Lass mich raus! Hört zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Geht's nur mir so oder wird das superschnell sehr nervtötend? Du hast keine Ahnung. Ihr seid vielleicht was auf der Spur. Das sind Simulationen von Spielen. Sie sind zwar gut, aber sie lernen nichts Neues dazu. Aber wir schon. Entschuldige, Coach. Du hast mir gezeigt, nicht zweimal auf denselben Trick reinzufallen. Den da habe ich von dir gelernt. Und hier ist dein eigener. Ball flach halten! Komm schon, los! Komm schon! Coach! Ich hasse mich manchmal echt. Was? Nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Nur ein paar Spiele mehr und wir haben sie. Hör zu! Die Simulation wird gerade extrem instabil. Wenn ihr euer nächstes Spiel nicht gewinnt, heißt es Shift plus Delete. Keine Wiederherstellung aus dem Papierkorb. Dahin, am Ende, vernichtet! Ich glaube, Sie haben es verstanden. Oh. Ay, caramba. Was sollen wir jetzt tun? Spieler gegen Spieler sind die Legenden besser als wir. Oh, super Rede, Kapitän. Oh. Aber sagt mir mal, welche Farbe tragen die? Alle unterschiedliche? Der Grund ist, sie sind kein Team. Aber wenn wir wie eins spielen, gewinnen wir, egal wie gut es sind, individuell. 1, 2, 3, Super Strikers! So inspirierend. Schneller Konter! Wir beenden das jetzt sofort! Oder es ist Game Over. El Matador!
mir! Der Ball kommt, Shakes! Schieß! Jetzt schieß einfach! Willkommen zum Super League Halbfinale. Live aus dem Strikerland. Invincible United sind aufgelaufen. Aber komischerweise fehlt die Heimmannschaft. Sehr ungewöhnlich für Coach. Normalerweise ist er überpünktlich. Das ist doch besser, als ich es erwartet habe. Also, im Großen und Ganzen. Scarra? Endlich! Die Männer in Rot laufen ein. Und sie sehen entschlossen aus. Los geht's. Zwei Lokalrivalen und Superliga-Giganten treten an. Wer wird hier als Sieger nach Hause gehen, Mac? Ich weiß es nicht, Brenda. Aber was auch immer der Endstand sein wird, das wird eine legendäre Partie.